Meine lieben Freunde, ich habe Ihr Stillschweigen in dieser Angelegenheit erbeten, aber jetzt, da die Frage gestellt wurde, möchte ich Ihnen die Chance geben, zu gehen. Gehen? Nonsens! Ich wollte damit nicht sagen... Es ist eine tiefschwarze Angelegenheit, welche ich vor Ihnen ausbreiten werde. Und das Schicksal von allem kann davon abhängen. Ich muss wissen, ob ich auf Ihre Hilfe zählen kann. Was auch immer nötig ist. Sie denken, dass wir den Schwanz einziehen und Sie im Stich lassen werden? Ich bin dabei. Ich bin beruhigt. Sehen Sie, wenn man dem Necronomicon Glauben schenken darf, existieren diese außerweltlichen Kräfte, Wesenheiten, welche versuchen, einen Weg in unsere Welt zu finden. Und sollten sie diesen gefunden haben, sind wir... Es will mir gerade kein passendes Wort dafür einfallen. Und Sie denken, dass es das ist, was Wilbur wollte? Einen Weg zu finden? Nach seinem Tod gab man mir seine Bücher, um sie zu überprüfen. Nicht, dass die Obrigkeit auch nur entfernt einen Schimmer davon gehabt hätte, was wirklich vor sich ging. Man hat sie Ihnen einfach so gegeben? Ich hatte mich angeboten. Erwähnte, dass ich, da ich mit dieser Person gesprochen hatte, in der Lage wäre, seine Handschrift zu entziffern. Sehen Sie, neben vielen anderen fast vollkommen zerstörten Büchern und seiner Kopie des Dee gab es noch ein Tagebuch. Lesbar? Es war in einer Art Code verfasst worden. Seltsamer und seltsamer. Der Wind zittert mit ihren Stimmen und die Erde murmelt in ihrem Bewusstsein. Sie erdrücken den Wald und zerstören die Stadt. Doch kann weder der Wald noch die Stadt die Hand sehen, die sie vernichtet. Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können. Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute. Sie glauben, dass sie alles wissen. Doch in Wirklichkeit wissen sie nichts. Midnight Tales. Angst um Mitternacht.